Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Und heute geht's rein mit der World Touring Car 800 in Spa-Francorchamps. 24 Stunden Layout, 60 Minütchen werden wir hier unterwegs sein. Mir wurde zuletzt in einem Video auch gesagt, unter einem Video, dass hier das Wetter durchaus verrückt spielen soll. Und ich habe gedacht, let's go, gehen wir rein mit dem Toyota Supra und gucken mal, wie es hier so läuft. Ja, 24 Stunden Layout heißt tatsächlich auch, dass Boxenstops hier durchaus sehr schmerzhaft sind. Deswegen werde ich erstmal kurz mit Spritspar-Einstellungen unterwegs sein und dann erstmal schauen, wohin die Reise genau geht und ob es sich überhaupt lohnt, großartig Sprit zu sparen. Wir haben jetzt mal weiche Reifen drauf und ich hoffe, dass ich die 60 Minuten jetzt auch schön am Stück hier aufnehmen kann, denn gibt immer noch so ein, zwei Sachen, da bin ich nicht ganz topfit. Und vielleicht muss ich da kurz mal Päuschen machen. Also mir geht's grundsätzlich gut, aber eventuell kann es sein, dass der Körper gewisse Elektrolyte ausscheidet, wo es einem nicht so schmeckt. Tut mir leid, Mate. Sorry. So, und ja. Kraftstoff wieder hochdrehen. Warum spreche ich davon? Schon muss ich fast schon die erste Pause machen. Furchtbar. Gehen wir nicht zu sehr ins Detail, aber es ist manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, aber ich freue mich auf dieses Rennen hier. Das wird, denke ich mal, sehr cool. Ich habe auch das Fahrzeug nicht weiter geupgradet. Also es ist ein Standard Toyota Supra mit normaler GT3-Spezifikation. Ohne extra irgendeine Motorenkomponente oder sonst was dazu gepackt zu haben, damit das Auto näher an die 800 Leistungspunkte kommt, die wir haben dürften. Das war ja schon etwas, das habe ich in Le Mans gerne gemacht. Das werde ich auch hier tun, weil ich mir auch denke, ey, es ist schon irgendwie schöner, wenn man nicht komplett OP ist. Und bisschen kann man ja auch mit dem Sprit dann ja nochmal hin und her spielen. Also es bringt dir jetzt nicht unbedingt viel, wenn du wirklich viel mehr Leistung hast, weil da musst du halt häufiger in die Box, bringt dir halt auch nicht so viel und ja, gucken wir mal. Das erste Auto zieht hier auf jeden Fall ein bisschen weg. Igor Frager haben wir da ganz vorne. Ja, Audi R8 und Nissan GTR, die hier wirklich unterirdisch langsam unterwegs sind, also furchtbar. Da überhole ich auch mal off-track, kriege meine Strafe dafür. Das ist gemessen daran, dass ich keinen Zeitgewinn hatte, sondern eigentlich nur hinter den beiden Zeitverlust en masse hatte. Natürlich recht hart, aber ich will jetzt auch nicht reale Strafen oder sonst was in irgendeiner Form hier drauf anwenden. Weil in der Realität würde auch niemand Eau Rouge mit 100 km/h weniger nehmen, als man es normal tut. Aber es ist die Gran Turismo KI, da muss ich mich ein bisschen drauf einstellen. Ja, passt schon. 16,5 zu Igor Frager, trotz Verkehr vor der Nase, das passt schon. Und sobald Regen kommt, freue ich mich da ein bisschen drauf. Das wird, denke ich, mal cool. ...15,5 zu P1. Könnte natürlich sein, dass wir auch so jetzt ein bisschen Zeit aufholen. Der Toyota Supra ist auch recht ergiebig, was Spritverbrauch angeht. Weil man mit dem auch ganz gut Shortshiften kann. Mit dem muss man oder sollte man die Gänge tendenziell eh nicht so enorm ausfahren. Wir bleiben jetzt sogar im Windschatten von Yamanaka dran. 7/10 und da kommen wir auch schon wieder näher. Ich glaube, der dritte ist für die letzte Schikane nicht so gut. Portier ein wenig schneller.
Oh oh. Das war nicht gut. Auch ein bisschen Schaden an der Front. Ja, geil, da fährt mir einer hinten drauf. Push, push. Sollte es am Ende wirklich auf so 5 Sekunden oder wie viel ich jetzt verloren habe? 7,5 Sekunden hinauslaufen, durch die wir das Rennen nicht holen, wäre das natürlich sehr bitter. Aktuell erwarte ich das ehrlich gesagt noch nicht so. Ich glaube, da sollte es ein bisschen entspannter laufen für uns. Komm schon, M6. Machen wir schneller hier. Zehntel im Mittelsektor noch mal rausgeholt. Und selbst da hatte ich jetzt wieder Verkehr mit dem M6. Ey Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Also wir reden da wirklich von so 40 km/h, die ihr zu langsam seid, alle. Abfahrt. Man muss sich das mal vorstellen, ich habe gerade einen Fehler hinter Koke Lopez gemacht und bin jetzt wieder hinter Koke Lopez. Ich habe 7,5 Sekunden verloren und bin jetzt wieder 7,5 Sekunden rangekommen. Das ist schon abgefahren. Egal. Ich wollte rechts an ihm vorbeifahren, aber... Ich hatte die Hoffnung, dass er ein bisschen von der Ideallinie wegzieht. Da habe ich halt ein bisschen Schaden, ein bisschen Strafe. Ist okay. Let's go. Es ist natürlich cool, wenn man die Arcade Races mit Sophie KI machen kann, aber es wäre halt besonders cool, wenn man auch die regulären Rennen dann nochmal mit Sophie AI machen könnte. Das wäre dann, finde ich, aber doppelt belohnt. Ich frage mich jetzt aber auch, wann die anderen Leute an die Box gehen werden. Ich werde auf jeden Fall Reifen wechseln müssen, das müssen die anderen vielleicht nicht. Vielleicht bin ich dadurch so ein bisschen limitiert in meiner Stintlänge. Bisschen zusätzlich limitiert dann. So, schauen wir mal. Wetterradar, jawohl. Okay, das hat in der letzten Schikane auf jeden Fall eine Menge Zeit gekostet. Ich frage mich immer noch, warum ich mich in der ersten Kurve gedreht habe. Ich habe da einfach viel zu starken Lenkinput gehabt für den Gasinput. Aber warum habe ich da noch so stark
gelenkt, keine Ahnung. So, Portier. Das ist jetzt der relevante Punkt, warum ich auch wirklich jetzt mal nach vorne müsste. Portier fährt eine 219.0. Im Optimum fahre ich eine 229, das bezweifle ich irgendwie. Ich könnte zumindest 1,8 Sekunden schneller fahren als meine PB, also so 218,7 ist drin. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Apex ist Lava. Boah, ich hoffe, ich habe genug Speicherplatz noch drauf, ne? Auf der SSD. Das ist ja auch so eine Sache. Speicherplatz habe ich mir insbesondere damals gekauft, als SSDs noch relativ teuer waren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die SSDs sind so, oh, vielleicht so zwischen 30% und 50% günstiger geworden. Also haben ihren Preis fast schon halbiert. Und da habe ich halt mich eher dafür entschieden, 1 TB SSDs zu nehmen. Wo man aber aus heutiger Sicht sagen muss, okay, wenn du eine gewisse Videoqualität halt eben abliefern möchtest, dann ist 1 TB als Einzel-SSD jetzt nicht unbedingt so langlebig. Da musst du vielleicht entweder SSDs hin und her switchen. Ich will nicht auf Kuschelkurs, Kokobun. Mag dich, aber nicht heute, danke. Und boah, die heißt sogar nochmal schneller, Alter. Was geht? Nee, aber war da auch irgendwie so gepolt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aber auch keine 2 TB SSDs oder so haben. Weil ich glaube, die Einzelmodule ein bisschen günstiger waren und halbe Sekunde Penalty. So ein bisschen war, glaube ich, auch ein Teilgedanke, okay, was ist, wenn mal eine Sekunde? Okay, das erachte ich als recht absurde Strafe, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Nee, aber mein Gedanke war auch so ein bisschen, okay, was ist, wenn du mal eine defekte SSD hast? Soll ja seltener passieren als bei HDDs anscheinend, aber trotzdem, was ist, wenn irgendwas mal defekt ist? Dann finde ich es halt besser, je modularer du das halt alles hast. Und wenn du 1 TB kaputte SSD hast, 1 TB funktionierende, ist es halt tendenziell besser als 2 TB kaputte SSD. Hat aber alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, genauso wie mit Softreifen zu starten, weil jetzt müsste ich eigentlich auch mal noch eine Runde länger fahren. Oder vielleicht sogar 2. Was jetzt in den nächsten Runden sehr schmerzhaft werden könnte. Und das, wenn ich jetzt direkt auf Inters wechseln will. Ich wechsle in dieser Runde auf jeden Fall mal auf Slicks wieder. Die hellste Stufe beim Regen bedeutet ja ohnehin. Oh, ja, okay, Portier fährt mit harten Reifen. Entschuldige bitte, dass ich gefragt habe, mein Lieber. Was? Also der fährt mit harten. Mit 217.1. Okay, der hat wahrscheinlich irgendein Motortuning drin, oder? Okay. Ich finde immer noch die Sirene sehr ungewohnt. Ganz kurz geschaut, dieser PC, 500 GB noch. Von 894, die es insgesamt gibt. 894 GB, auch so eine schöne Zahl. Ja, das ist eh so ein bisschen der Klassiker, ne? Du hast durch so diese ganzen Systemgeschichten und so nie die volle, sagt bitte selbst. Die volle Kapazität. Das war das Wort, was ich gesucht habe.
zur Abfahrt. Okay. Ich hoffe, dass der Regen jetzt auch wirklich 2-3 Runden auf sich warten lässt, weil ich muss sie jetzt schon rein. Ich hätte keine 2-3 Runden mehr auf den Softs durchhalten können. Gott, Boxenausfahrt üben. Okay, das ging aber ganz gut. Boah, der Regen lässt aber auch echt nicht lang auf sich warten. Das ist super unangenehm. Oh, Spa bei Nacht aber auch geil, ne? Irgendwie finde ich so ein Nachtrennen, beziehungsweise allgemein Rennen bei Nacht, wo es keine durchgehende, durchflutende Beleuchtung der Strecke gibt, die haben was. Also nichts gegen sowas wie Singapur. Ich finde die Strecke in Singapur zum Beispiel echt geil. Aber ich finde zum Beispiel hier das halt so viel cooler noch, wo du halt fast nirgends Licht hast. Was nicht so geil ist, ist, dass ich tatsächlich hätte eigentlich nur noch eine Runde durchhalten müssen. Dann hätten wir hier ziemlich sicher jetzt Intermediates mitnehmen müssen. Okay, das gut, kann man nicht wissen, behaupte ich jetzt mal an der Stelle, dass ich da nur hätte eine Runde weiterfahren müssen. Hätten auch kleine Regenwölkchen sein können, aber eine Runde schaffen wir vielleicht sogar noch. Ich kann mir vorstellen, dass eine Runde die Slicks vielleicht sogar noch schneller sind. Wir machen es jetzt auf jeden Fall mal. Eine weitere Runde jetzt. Retrospektiv natürlich sehr, sehr dumm gewesen, da reinzufahren schon, weil jetzt für Inters wäre das Optimum. Oh Mann. Der erste feine Tropfen gibt es jetzt schon. Oha, aber schaut mal, der Regen zieht noch ein wenig an uns vorbei, zumindest der gröbste Teil des Regens. Nicht schlecht. Finde ich gut. Igor, bitte chill. Danke. Du bist nicht der Dude, der hier bei Toyota gerade die höchsten Siegaussichten für dieses Rennen hat. Okay, es bleibt trocken. Das ist eines der wenigen Szenarien, in denen ich mal wirklich darauf gehofft habe, dass der Regen nicht einsetzt oder später einsetzt. Sonst bin ich ja immer derjenige, der sich strikt Regen wünscht. Hier fährt die Viper. Wahrscheinlich die Le Mans, ich mach alle fertig Viper. Und Beauvoir fährt den Mercedes, der in Kurven nur 20 fahren kann. Natürlich ärgerlich. So. 25 Sekunden glatt zu Micky Sall, der unfassbar lang tatsächlich mit seinem aktuellen Reifensatz hier durchhält. Ja, in meinem Kopf war es so, okay, noch 3 Runden oder so, 4 Runden oder so, die Soft. Wäre natürlich so oder so suboptimal jetzt ausgegangen für uns, dass wir da einen Stopp extra machen, aber
Ich habe die eine Runde extra nicht gewartet, weil ich mir dachte, okay, wenn dann der Regen einsetzt, wäre es besser, jetzt wenigstens zwei frische Softrunden zu haben, als nur eine dann. Ich finde, dann bringt es halt nichts. Wenn du denkst, ein Stopp ist unausweichlich, bringt es dir halt wenig, wenn du sagst, okay, wir bleiben. Alter. Also wenn du wirklich zu 100% davon ausgehst, du musst nochmal auf den Slick wechseln, dann bringst dir ja nichts, einen Stint auf dem Slick so lang zu ziehen und den anderen quasi nur eine Runde lang zu machen. Sondern ganz im Gegenteil, dann versuchst du so ein bisschen die Längen der Stints anzugleichen, wo du die Slick-Reifen fährst. Und das war auch hier mein Gedanke. Ich habe mir halt überlegt, okay, eine Runde früher lieber rein, damit wir die alten Reifen los sind. Weil ich schon irgendwann fest mit Regen gerechnet habe, durch den wir auf andere Reifen wechseln müssen. Aber jetzt, wo ich das so sehe, hätte ich vielleicht sogar die Medium-Reifen mitnehmen können, weil, ja, eine falsche Annahme war, dass... Also ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt die Intermediates definitiv nutzen müssen und jetzt müssen wir sie definitiv nicht nutzen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt des Rennens. Heißt, eigentlich wäre es jetzt vielleicht sogar klüger gewesen, mit dem Medium-Reifen möglichst lange durchzuhalten. Auch das kann man nicht wissen. Wechsel nicht drin und da kriege ich wahrscheinlich wieder eine halbe Sekunde drauf. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, manchmal ist das Spiel im Blanchiment doch recht entspannt. So wie auch hier. Nice. 2.19.5, aber man merkt anscheinend schon, dass man ein bisschen im Regen auf so zumindest leicht feuchter Strecke doch schon Zeit verliert. Ja, also was wirklich krass ist, es wird ja auch so ein bisschen ja über die Darstellung von Regen und Nässe auf der Strecke gesprochen, jetzt gerade auch im Kontext von Forza Motorsport. Wenn man mal an so einer realen Rennstrecke war oder vielleicht sogar auf einer Rennstrecke unterwegs gewesen ist mit Slickreifen und das bei Nässe, das bei feuchter Strecke, dann weiß man, okay, du musst eine Strecke nicht zwingend ansehen. Da muss kein Wasser auf der Strecke liegen, damit es extrem rutschig ist. Ich bin tatsächlich auch auf der Nordschleife ein paar Runden mal gefahren, im RCN Fiesta damals. 2020 war es. Leider ist es da nie mehr draus geworden. So. Das ist bei den Testfahrten geblieben, aber die Erfahrung... Uiuiuiui, jetzt wird es unangenehm. Die Erfahrung mit den Slicks auf einer Nordschleife, die doch bei recht gemischten Bedingungen gefahren werden musste. Die ist mir geblieben und ich kann schon mal sagen, es ist wirklich abenteuerlich und du bist dann nochmal besonders vorsichtig, weil du halt eben nicht weißt, okay, wo ist die Strecke vielleicht rutschig und wo nicht. Und in der Realität muss man halt auch sagen, dass bringt auch immer so ein bisschen eine Sorge mit, nämlich die Frage, hey, wie schaut's denn aus, wenn du das Auto mal wegwirfst? Insbesondere, gut, ich mache mir um die Sicherheit dann nicht unbedingt die größten Sorgen. Aber vor allem halt auch wegen des finanziellen Aspekts, weil du dann natürlich auch direkt ein bisschen Kohle latzen musst, wenn du mal ein wenig Humbug machst. Oder wie man früher so schön gesagt hat, Schindluder betreibst. Er geht anscheinend jetzt an die Box. Frag mich, ob die alle jetzt für Intermediate-Reifen reinkommen, weil das habe ich mir kurz auch überlegt. Also, Miyazono hätte nicht reinkommen müssen, Yamanaka auch nicht. Gallo... Der ist vielleicht einfach reingegangen, um zu sagen, hey, ich muss eh nachtanken. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Rest sich jetzt überlegt, jo, wir nehmen die Intermediate-Reifen mit und deswegen gehen wir einen Ticken früher rein. Ich glaube, dass das nicht so schlau ist, weil klar, für so ein, zwei Runden waren die Inters jetzt anscheinend schneller. Oder werden es dann auch sein.
Aber ich behaupte mal, dass die Intermediates jetzt in 2-3 Runden auch wieder die deutlich langsamere Reifenmischung sein werden auf der Strecke. Aber Gallo ist zum Beispiel weiterhin auf Hard unterwegs. Rubila ebenfalls und Yamanaka ist weiterhin auf Medium. Miyazono tankt nicht ganz voll. Oh, will er jetzt durchfahren? Oh, da gibt's schon Blue Flags. Den Dude vor mir. Ja, 8 Sekunden nach 2 Sektoren. 4 Sekunden nach 2 Sektoren. Oder 8 Sekunden. War es 8 oder 4? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall noch deutlich langsamer als meine Bestzeit. Ich kann auch Blanchiment nicht ganz voll nehmen. Also es ist auf jeden Fall nicht der optimale Grip auf der Strecke. Ey, Bro, halt da doch nicht so die Nase rein, gerade als Überrundeter. Why? Der bremst sich halt nochmal rein. So, es sind 6 Sekunden, die mir da fehlen. Okay, dann habe ich die 8 Sekunden eventuell irgendwo anders hergegriffen. Vielleicht war das der Zeitverlust von Runde 9 auf 10, den ich gerade im Kopf hatte oder im Blick hatte. Kann natürlich auch sein. Ja, und in der letzten Episode hatte ich das mit dem Balancing nochmal angesprochen und in dieser Episode möchte ich das kurz auch nochmal tun. Man kann leider die Rennen nicht immer perfekt so balancen, dass der Rennausgang ungewiss ist. Wäre jetzt natürlich cool, wenn da nochmal Regen kommt und der mich dann auch ein wenig aus der Fassung bringt, ein bisschen was hier nochmal durchmischt. Auch die hatte übrigens Intermediate-Reifen drauf, tatsächlich. Also das war nicht die beste strategische Entscheidung. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es jetzt nochmal Regen geben würde, der da nochmal ein bisschen was durcheinander wirbelt, aber Stand jetzt fühle ich mich da doch recht wohl. Über 40 Sekunden vorneweg. Geht trotzdem noch ein bisschen vom Gas. Ich habe auch das Gefühl, es müsste auch so sein, dass das Auto viel schneller ist als die gebobbten Autos, wenn man da die Gruppe 3 Online-Rennen fährt. Oder? Und wir sind bei der 2.17.8, also ich bin jetzt so schnell wie zu Beginn des Rennens, aber halt bei jetzt feuchter Strecke. Das ist schon nicht schlecht. Oder anders gesagt, alles, was ich vor dem Stopp gemacht habe, war komplett schlecht. Wenn ich es jetzt bei feuchter Strecke schaffe, dieselben Zeiten zu fahren. Ja, aber teils fühlt sich die Strecke auch ganz gut an. Also man sieht es auch in Sektor 1 und 3. Da bin ich sogar in Bestzeitenregion. Wow. Okay, krass. Jetzt sogar absolute Bestzeit in Sektor 1 nochmal geholt. Warum ist der Typ auf harten Reifen jetzt an der Box? Kann mir das bei jemand gerade erklären?
Niki Sall auf Inters, verstehe ich. Die Reifen funktionieren nicht, die Reifen brennen mittlerweile. Okay. Bro, wie viele sind auf Inters gewechselt? Ei. Aber Bishop, warum geht der jetzt rein? Das verstehe ich nicht. Erinnert ihr euch, als ich meinte, dass ich hoffe, dass es nicht auf 7,5 Sekunden ankommen würde am Ende? Vergesst bitte, was ich da gesagt habe. Im Mittelsektor fehlt mir aber tatsächlich noch relativ viel Zeit. Das war relativ konstant, fehlen mir da ungefähr 1,2 Sekunden. Entweder es liegt tatsächlich am Reifenabrieb, der mittlerweile deutlich höher ist als von vor ein paar Runden. Oh, jetzt ist auch der Grippe der Blanchiment allgemein deutlich geringer. Oder man kann Blanchiment vielleicht allgemein nicht voll nehmen. Unter anderem, wie gesagt, weil halt eben die Autos hier schneller sind als im Online-Modus. So, Wetterradar gibt Entwarnung. Ja. Ist alles bis jetzt sehr gechillt hier, ehrlich gesagt. Ich hätte mich auf so ein richtiges Regenfest hier gefreut. Da hätte ich mich echt sehr drüber gefreut, wenn es hier einfach hin und her gegangen wäre mit dem Regen. Darf es aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil einmal irgendeine Boxenstrategie versiebt und du bist plötzlich wieder mitten im Verkehr, weil, wie gesagt, auf dieser Strecke, da kostet ein Stopp auch sehr, sehr viel Zeit, gerade auch mit dieser GT-Variante. Und die Viper zieht da wieder durch. Ja, Portia ist sehr schnell mit seiner Viper. Aber sprittechnisch halt auch gar nicht effizient. Musste häufiger an die Box, ist dadurch auch auf die 14 zurückgefallen, war phasenweise gerade schon auf der 15, haben wir gerade gesehen. Martin Grady, alias ursprünglich TRL, jetzt mittlerweile nur noch Titchney. Oder LZR Titchney, keine Ahnung welches Clan-Tag er mittlerweile hat, aber er macht auf jeden Fall auch coole Videos zu GT7. Guck da am Anfang der Woche hin und wieder gerne rein, um zu sehen, welche Daily Races er mit welchen Autos fährt. Einfach mal kurz, um abzuchecken, okay, was ist die Woche vermutlich Meta. Ey Leute, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass Leute jetzt immer noch auf Intermediates unterwegs waren, oder? Eieieiei, komm schon, Gran Turismo. Alter. Und jetzt überrunden wir Igor Frager gerade mal kurz. Leute, warum fahrt ihr mir jetzt hinten drauf? So, die Softs passen aber eigentlich auch ganz gut, oder? Ich sage auch mal so, ich habe bis jetzt zwei Stops gemacht, 26 Minuten Restzeit. Wenn wir jetzt noch einen Stopp dann gleich machen. Wir haben bis jetzt eine durchschnittliche Stintlänge von 17 Minuten etwa gehabt. Dann kriegen wir es jetzt auf jeden Fall nochmal mit einem extra Stopp dann hin. Müssen da noch nicht mal voll tanken, können einen kleinen Splash and Dash machen. Splash and Dash. Und hier schön der Reifenwechsel. Mag ja, wie es in der NASCAR klingt. Ich weiß nicht, wie akkurat das klang. In meinem Kopf klingt es sehr akkurat. Man hört ja seine Stimme auch ganz anders, als man sie von außen wahrnimmt. Dein Schädel dämpft ja. Alles, was zwischen Mund und Ohr ist, dämpft ja auch irgendwo dein Gehör. Von deiner eigenen Stimme. Oh, weiße Linie überfahren. Bitte gib keine allzu heftige Penalty dafür. Kann man aber mal testen für Online-Rennen. Gibt keine Strafe, wenn du so minimal drüber fährst. Finde ich schon mal gut.
Weil da ist Gran Turismo manchmal schon sehr harsch bei so Boxlinienüberfahrgeschichten. Achso, man bekommt übrigens 1 Million Credits, wenn man hier das Rennen erfolgreich abschließt. Und wenn man es fehlerfrei macht, bekommt man wahrscheinlich nochmal 50% Bonus. Das ist wahrscheinlich nicht das Beste, was man grinding-technisch machen kann, aber... Hui! Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das primäre Ziel für mich. Ich möchte ja vor allem einfach Spaß haben beim Rennen fahren und natürlich auch alles nebenbei komplettieren. Ich muss übrigens sagen, eine Sache macht das Komplettieren durchaus ein bisschen schwer. Zumindest wenn man alle Fahrzeuge auch eventuell mal sammeln möchte, nämlich... Hatten wir das ja in der letzten Episode, dass ich den Alpine... Warum ist Igor Frager so viel früher draußen? Er hat wahrscheinlich nicht so viel getankt, oder? Ich wollte ja... in der letzten Episode den Alpine nochmal auf die Strecke ausführen. Und dann stand beim Händler, ich hätte ihn in Besitz, aber ich hatte ihn gar nicht. Kann man dann trotzdem, also Autos anscheinend, die du schon mal gekauft hast und dann wieder verkauft hast, gelten trotzdem als in Besitz. Kann man herausfinden, welches dieser Autos man tatsächlich jetzt hat und welches nicht? Also klar, ich könnte bei jedem einzelnen Auto nachschauen. Ich weiß, es ist eine Möglichkeit, die es gibt. Aber seien wir mal ehrlich, das ist die unpraktikabelste Möglichkeit ever. Da kann man gleich sagen, ja Dave, mach dir eine Excel-Liste, hak alles ab und guck einfach. Aber das will man doch nicht machen, oder? So, Wetterradar, es gibt wieder nichts. Schade. Aber jetzt so ein schöner Regenschauer wäre doch was, wo man Wettreifen auch direkt braucht. Würde ich feiern. Ja, an der Stelle vielleicht mal ein kleiner Hinweis, wenn ihr in nächster Zeit irgendwelche Weihnachtsgeschenke kaufen wollt, zum Beispiel auf Amazon oder wenn ihr auch an Fanatec Produkten dran seid, weil eure Geliebten etwas für Simric wollen oder ihr selbst euch was gönnen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne über meine Links in der Beschreibung machen. Na? Das kostet euch selbst keinen Penny mehr, aber im Endeffekt kommt dann so ein kleiner Kickback an den Kanal zurück. Ist dann auch immer recht hilfreich für alles weitere, was kommt. Und es kommen coole Sachen. So viel sei schon mal gesagt. Nö, aber wer da den kleinen Umweg nimmt... Es wird auf jeden Fall appreciated und soweit ich mich zurückentsinnen kann, ist es dann so, dass wenn ihr über den Link reingeht und trotzdem irgendwas anderes noch in den Warenkorb packt, dass es dann trotzdem auch irgendwie dazu zählt. Also, wer sich jetzt denkt, okay, ich hole mir jetzt irgendwie dieses oder jenes und gehe da über den Link rein, das sollte meines Wissens nach auch funktionieren. Also gerne rein da und... Während ich das gerade ausspreche,
muss ich ehrlich gestehen, komme ich gerade so ein bisschen... Kennt ihr diesen Schockschweiß so, wenn einen Moment lang irgendwie man so ein ganz, ganz komisches Gefühl hat an der Hautoberfläche so? Wir haben ja jetzt schon Nikolaus heute. Seit 30 Minuten. Krass. Das heißt, in 2,5 Wochen ist Weihnachten. Bro, das Jahr ging so schnell um. Das Jahr war auch einfach unfassbar heftig. Also, ich kann schon mal sagen, ich hatte dieses Jahr eine unheimliche Odyssee hinter mich. Und ich werde alles dafür tun, dass es nächstes Jahr ein bisschen anders aussieht. Ich habe mich da jetzt in einiger Hinsicht auch nochmal wieder etwas unabhängiger gemacht. Und, ja, ich bin grundsätzlich sehr dankbar. Ich führe es mal positiv aus, ne? Ich bin sehr dankbar für das Umfeld, das ich derzeit habe, weil ich habe da doch einige toxische, einige... ja, nicht unbedingt wohlwollende Menschen aus meinem persönlichen Umfeld dann doch entfernt. Das ist dann besonders unangenehm, wenn es in geschäftliche Beziehungen zum Beispiel reingeht und Leute eigentlich dafür da sein sollten, dass eine Win-Win-Situation entsteht und irgendwie sind sie dann nur am eigenen Profit interessiert. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, das zu erfahren. Bei manchen Sachen weiß man es halt nicht besser. Aber, naja. Ich bin dann immer dankbar für die Leute, die da halt da sind und auf die man sich dann halt verlassen kann. Und da haben sich jetzt einige Leute gefunden, die da wirklich darunter fallen, wo ich echt sagen kann, hey, das sind wirklich sehr, sehr stabile Menschen, mit denen kannst du dich austauschen, die sind vernünftig und. Ja, und das ist halt, glaube ich, was sehr Wertvolles. Also immer also ich glaube, wenn ich jetzt mal irgendeine Weisheit mal dieses Jahr droppen sollte, dann ist es folgende. Man schaut ja auch so ein bisschen immer darauf, dass man vielleicht auch mal... Oh mein Gott, Regen. Oh Gott. Okay, schnell die Weisheit, Dave. Du musst schnell Reifen wechseln gleich. Ich wollte doch einmal eine schnellste Runde fahren. Ich wollte 15er fahren, ich bin jetzt 14er gefahren. Alright. Okay, das wird richtig... Eieiei. Okay, Weisheit. Ich wechsle immer rechtzeitig auf Regenreifen, alter Falter. Okay, ich fahr ganz vorsichtig jetzt. Oh mein Gott. Meine Weisheit ist, auch wenn man immer so ein bisschen nach mehr strebt, nach größerem, vergiss nicht, was du um dich herum hast und zeig den Leuten, die du um dich herum hast, deine Wertschätzung. Zumindest denen gegenüber, die es verdient haben. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Es ist natürlich auch immer sehr entzückend im ersten Moment einer Person. Wie formuliere ich das jetzt? Oh mein Gott! Eieieiei. Weniger über Formulierungen nachdenken, Dave, mehr fahren.
Oh oh. Okay, 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 okay. Okay, das sind pure Aquaplaning-Bedingungen. Da könnte man nicht mal mehr mit 120 fahren im realen. Ja, genau das. Okay, Micky Seil mit einem riesen Vorteil. Und nur weil ich die 14er Zeit wollte. Ne, also ich würde sagen, vergesst die Leute um euch herum nicht, die euch dann wirklich wohlgesonnen sind. Und zeigt ihnen auch eure Dankbarkeit. Nehmt irgendwie regelmäßiger, zum Beispiel eurer Mutter oder so einen Blumenstrauß mit. Oder. Das sind so die Sachen, die dann halt, finde ich, oh, schön sind. Weil jetzt Leute wahrscheinlich sagen werden, hey Dave, aber zu Schnittblumen raten ist nicht gut. Von mir aus nehmt irgendwie eine Pflanze A, B oder C mit. Oder irgendeine andere Aufmerksamkeit. Irgendwas Schönes. Aber do it. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist jetzt ein bisschen bold move. Aber ich wechsle auf Inters. Ich muss hier doch niemals voll tanken jetzt. Niemals muss man hier jetzt voll tanken. Wir müssen höchstens 6 Runden jetzt noch fahren. Und das noch nicht mal mit Vollgas. Ich gehe auf so etwa 5 Runden Sprit oder so. Ja, also das war quasi die Weisheit. Wenn so in gewisser Form wird man das... Also es klang jetzt so, als hätte ich so... eine große Lehre draus gezogen, als hätte ich da dieses Jahr diese krasse Erkenntnis gehabt. Nö, ist jetzt nicht so, als ob ich die Leute in meinem Umfeld vergessen hätte bis jetzt, aber der Fokus hat sich einfach noch ein bisschen weiter verschoben, ja. Ich glaube, das tut er regelmäßig. Wenn ich mal zum Beispiel an den alten Dave in der Schule denke, der hat auch regelmäßig Liebeskummer gehabt, wegen Leuten, die, was heißt regelmäßig, der hat auch mal Liebeskummer gehabt, wegen Leuten, mit denen es halt eh nicht klappen sollte. Weil sonst hätte man halt... hätten die Personen euch nicht abgewiesen. Aber wenn sie euch halt abweisen, dann bringt es halt auch nichts darum zu trauern. So. Und deswegen meine ich, bei Leuten, wo ihr halt eben fest im Sattel seid, da halt mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Intermediates auch ihre Stärke ausspielen. Das hört nämlich bald auf zu regnen. Hat man ja schon gesehen, dass die Regenwolken so langsam sich wieder lichten. Und wenn wir jetzt gerade so an der Schwelle sind zwischen Wet und Intermediates. Da ist übrigens der Regen, den ich mir gewünscht hatte. Weiß übrigens gar nicht, was die Dudes alle hinter mir an Reifen haben.
ausgehend davon, dass Cizal quasi keine Zeit verliert, sondern keine Zeit gewinnt, würde ich sagen, der hat auch Intermediates. Wenn der auf Wets so rankommt, dann GG. Ja doch, dann GG, dann würde ich weit überlegen. Auch unter den Bedingungen jetzt. Ich guck manchmal auch so ein bisschen quasi rüber nach hinten zu meinen Regalen quasi. Naja, gibt's eine Sache, die ich recht süß finde. Ich habe meinem Hund nämlich so eine neue kleine Ecke eingerichtet und die gefällt ihm anscheinend echt ziemlich gut. Da chillt er sich gerne hin. Deswegen habe ich da jetzt so ein, zwei Mal rüber geblickt. Leicht verliebt. Okay, wir sind 1,14 vor Mikizal. Alter, die Strecke trocknet aber auch wirklich sehr schnell wieder ab. Ich sag mal an der Stelle Folgendes, ne? Weil es gibt Leute, die das erklären mit, ja, Dave, die Zeit wird doch aber beschleunigt dargestellt. Ja, macht's nicht besser. Vielleicht versucht man hier ein 24-Stunden-Rennen in einer Stunde zu simulieren. Das ist schon okay. Aber wenn der Regen so schnell kommt und so schnell wieder komplett von der Strecke... Also es ist ja nicht so, dass der Regen sich verzogen hat, sondern wenn die Strecke quasi so schnell wieder trocknet, wie sie nass geworden ist, dann raubt das einem doch schon so ein bisschen die Immersion, dass man hier gerade in so einem Rennen fährt, in dem es gerade einen sehr, sehr heftigen Regenschauer gab, wo man komplettes Aquaplaning hatte eben noch. Weil wenn ich jetzt mal schaue, wo die Strecke von der Feuchtigkeit her ist und wie sie sich entwickelt hat innerhalb der letzten 2 Minuten, dann müsste man doch jetzt eigentlich gleich wieder auf die Slicks wechseln können, oder? Eigentlich schon. Und das erachte ich dann doch als ein bisschen immersionszerstörend, wenn ich ehrlich bin. Wir haben mehr als genug Sprit dabei. 2 Minuten glatt als absolute Bestzeit theoretisch. Halte ich immer noch für ein bisschen illusorisch, aber... Es ist an sich ein sehr schönes Rennen. Es kann ein schönes Rennen sein. In der Umsetzung, wie gesagt, für mich nicht ganz zufriedenstellend. Sal immer noch 1,12 hinterher. Zwölf.
225. Ja, so 27, 28 würden wir aktuell wohl fahren. Ja, 227 ist nicht schlecht. Und wenn wir die Zeit quasi so im Durchschnitt noch fahren, dann kommen wir ziemlich genau bei einer Stunde auch das letzte Mal über die Linie. Oh oh. Belastend. Das wird wieder eine halbe Sekunde drauf sein. Eine Sekunde? Seit wann gibt's eine Sekunde dafür? Habe ich irgendwie was verpasst oder ist das vielleicht im Singleplayer ein bisschen anders als im Multiplayer? Es macht die Kohle jetzt nicht fett, ne? Also, bin da ganz entspannt, aber... Das ist ja schon ziemlich harsch. Oh mein Gott. Okay, das hat mich jetzt komplett auf Guard erwischt. Krass. Das war komplett unerwartet. Wie kam das denn gerade zustande? Was gerade leider ein bisschen ernüchternd ist, auch ehrlich gesagt, ist, dass wir doch relativ wenig Verkehr haben. Mich würde das halt schon freuen, wenn wir zumindest das ein oder andere Auto in der Nähe hätten jetzt. Ich meine, gut, positionstechnisch geht's halt um nichts mehr. Das ist klar, jetzt schon seit längerer Zeit. Aber zumindest... Boah, ich bin sogar jetzt ein paar Sekunden von Mickey Saal weggekommen, ehe ich den Fehler gemacht hatte. Aber zumindest da mal... Ja, so ein bisschen... Die ein oder andere Überrundung zu haben, wäre jetzt eigentlich ganz schön gewesen. Da hätte man wenigstens das ein oder andere Auto nochmal gesehen auf der Strecke. 1,19? Na komm schon, wann zieht er an meiner Unfallstelle vorbei? Das dauert ja ewig. Ah, da ist er. Oder? Eine Minute sieben. Wait, da hat er eine Unfallstelle, wo ich... Ja gut, ich habe 18 Sekunden verloren zu meiner Trockenbestzeit. Ja, okay, da hat er 12 Sekunden aufgeholt. Das haut doch durchaus hin. Ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, hat er da nur 12, 13 Sekunden gut gemacht? Ja, anscheinend schon, aber reicht ja. Eieiei. Okay, also merke, definitiv in Le Camp und so nicht von der Ideallinie abweichen. Ah, ich weiß jetzt auch, woher das Rutschen nochmal verstärkt kommt. Die Hinterreifen bauen gerade komplett ab, weil die Strecke ist natürlich trocken. Okay, das finde ich jetzt wiederum sehr cool. Okay, dass Mickey Saal eine Minute vor Rennen da an die Box geht. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Nee, ich finde es sehr cool, dass die Reifen tatsächlich deutlich stärker abbauen, jetzt, wo die Strecke wirklich trocken ist. Wird wahrscheinlich auch früher schon drin gewesen sein in GT7. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es nochmal verstärkt. Das heißt, wenn ich theoretisch Reifenabrieb reduzieren wollen würde, müsste ich eigentlich auf die feuchten Stellen fahren. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und dadurch überhitzen die Reifen vermutlich auch.
dadurch, dass ich auf den trockenen Stellen unterwegs bin und die Reifen rutschen, und dadurch rutschen sie dann nochmal mehr. So dass sie jetzt gerade die Intermediates unfahrbar sind. Wahrscheinlich auch unabhängig davon, ob ich jetzt gerade mit einem Wasserfilm unter den Reifen fahre oder nicht. Reifen sind halt schon durch. Thema ist erledigt. Case closed. Aber in Summe haben wir es hier geschafft. Ein zum Ende hin doch sehr turbulentes Rennen. Ja, und wenn es realer Motorsport wäre, hätte ich das Auto kurz vor Ende verloren. Und es wäre ein dramatisches Finish gewesen, bei dem Mickey Sall wahrscheinlich relativ knapp vor Wilkins Ziel gekommen wäre. So haben wir es aber geschafft. 60 Minuten Spa, kein fehlerfreies Rennen dadurch. Trotzdem den Bonus bekommen und 1,5 Millionen Credits eingeheimst. 5 Millionen wieder auf dem Konto, das ist sehr schön. Ich möchte auch immer ein bisschen was auf der hohen Kante haben, gerade auch jetzt, weil wir die Neoklassik-Rennen ja nochmal fahren. Und da würde ich schon gerne mal ein bisschen was haben, zum Beispiel wenn es zu einem CLK-LM oder so geht. Man weiß ja leider nie genau, wann kommen die Autos zum legendären Händler. Wäre, finde ich, eine sehr coole Funktion, dann könnte man sich auch so ein bisschen auf ein Auto vorbereiten. Aber so kann man zumindest wissen, was man wie wo macht. Ja, das ist so eine der klassischen, das ist so eine der drei für die Le Mans Trophäe, oder? Merke ich mir. Und wir machen einen Deal. Sollte ich jetzt nach diesen Tickets genug Moneten haben, dass wir uns die Karre holen können, den Ford, tun wir das. Okay, gut, das wird wahrscheinlich jetzt eh nicht passieren, weil ich glaube, das Höchste, was du an Geldpreisen gewinnen kannst, ist 1 Million in einem Roulette-Ticket. Heißt, selbst wenn ich die 100.000 hier geholt hätte, ja, wäre nicht passiert. Und was haben wir hier? Oh! Geil! Ey, das freut mich. Ein M2 Competition. Sehr schön. Finde ich in dem Spiel zwar unfahrbar, das Auto. Also, da kickt der Turbo komplett rein, als wäre es, I don't know, wie früher, wo man dachte in der Schule, oh, Gehfehler geben wäre lustig. So ungefähr fühlt sich das an, wenn der Turbo hier losballert. Aber, haben wir den? Ja, haben wir schon. Trotzdem nehme ich gern entgegen, weil ein Auto mehr in der Fahrzeugliste ist doch noch ganz nett. Ja, schönes Ding. 60 Minuten Spa. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wie war euer Erlebnis mit 60 Minuten Spa? War das Rennen ähnlich zu diesem Verlauf? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, Däumchen, Abo. Gerne die Links in der Beschreibung auschecken. Und darüber auch gerne zu Weihnachten reinshoppen. Und ansonsten vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Ciao, ciao.